Früher haben wir mal gesagt, Bargeld lacht, ne? Wie kann man jetzt eigentlich seine Kohle noch ins eigene Unternehmen sicher investieren? Am besten investiert man sein Geld in die Mitarbeiter und in die Kunden, also in die Menschen, für die das Unternehmen da ist. Die Zeiten, wo es genügte, nur zu zeigen, was man alles hat, was man alles kann, wie toll man ist, die sind wirklich definitiv vorbei. Den Menschen ist ihr eigener Mehrwert heute nämlich viel mehr wert. Sind eure Gebäude glaubwürdig? Sind eure Maschinen authentisch oder ist euer Fuhrpark gar gefühlsecht? Quatsch! Aber man kann natürlich mit Zahlen, Daten und Fakten, die man zeigt, wunderbar eine Entscheidung fürs Unternehmen begründen oder für eure Leistung begründen. Aber eben nur begründen. Denn ob ihr überhaupt in die Auswahl kommt, dass man sich für euch entscheidet, das entscheiden zunächst mal Emotionen. Also müsst ihr erstmal die Menschen mit Emotionen begeistern, um sie dann mit euren Zahlen und Fakten zu überzeugen. Umgekehrt funktioniert das nämlich. Du kennst es aus dem Verkauf. Gib dem Kunden die Ware in der Hand, verkauf mit Emotionen. Das geht auch online. Wir sollten jetzt einfach mal eure Interessenten authentisch und glaubwürdig für eure Leistung, eure Produkte und euer Unternehmen begeistern, damit ihr überhaupt noch die Gelegenheit bekommt, sie mit Fakten und Zahlen zu überzeugen. Falls ihr jetzt zufällig in der Technologiebranche unterwegs bist, wie Automotive oder Zulieferer, habe ich hier eine kostenlose Fallstudie für dich. Und ansonsten auf jeden Fall alle melden und wir sprechen dann kurz ab, was wir konkret für euch erreichen können. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, bis bald. Ciao. Du hörst schon, wie knusprig das ist. Man kann es hören.